Clearwater, Florida. Machtzentrale des Psychokonzerns Scientology. Von hier aus steuert der Konzern seine Aktivitäten weltweit. In den USA ist Scientology populär, aber die Organisation hat dunkle Seiten. Immer wieder ereigneten sich mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Scientology. Die Scientologin Walburga Reichert, genannt Biggie, tot aufgefunden mit rätselhaften Kopfwunden. Biggies Mutter ringt um Worte. Da reißt einem wirklich die Füße vom Boden weg, wenn man sowas. Ich bin oft dran gestanden und stehe heute noch dort am Grab, dass ich sage, wie kann sowas sein? Der Amerikaner Kyle Brannon, Sohn eines Scientologen, erschossen in der Wohnung seines Vaters. Ich weiß nicht, was mit meinem Sohn passiert ist. Bis heute weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wer geschossen hat. Der Scientologe Jewgeni Scharkin aus St. Petersburg in Russland. Er fällt im Februar 2014 aus dem 8. Stock dieses Hauses. Unter dubiosen Umständen. Seine Frau schläft währenddessen im selben Zimmer. Seine Mutter in Russland ist fassungslos. Als wir später einen der Ermittler anriefen, stießen wir auf viele Widersprüche. Jewgeni ist viel weiter vom Haus entfernt gelandet, als wenn er beim Öffnen des Fensters einfach nur herausgefallen wäre. Da stimmt doch was nicht. Weshalb mussten diese Menschen sterben? Welche Rolle spielt Scientology bei den Todesfällen? Und warum stellen sowohl US-amerikanische als auch deutsche Behörden plötzlich ihre Ermittlungen ein? Die Suche nach Antworten beginnt in den USA. Clearwater, Florida, das Mekka der Scientologen. Im Herzen der Stadt hat Scientology seine neue imposante Zentrale errichtet. Die Organisation hat ihre Anhänger weltweit. Dazu gehören Stars wie Tom Cruise, John Travolta und Kirstie Alley. Sie werben international für die Kirche, wie sich der Psychokonzern selbst nennt. Hier in dieser schicken Residenz werden die Scientologen geschult. Scientology verspricht den Weg zum Glücklichsein. Doch die Organisation hat eine dunkle Seite. Wir sind mit Victoria Britton unterwegs. Die Innenarchitektin aus Charlottesville, Virginia, ist zum ersten Mal in Clearwater. Sie möchte den Ort sehen, an dem ihr jüngster Sohn Kyle vor 7 Jahren unter ungeklärten Umständen starb. Noch nie hat sie so viele uniformierte Scientologen gesehen. In Clearwater suchen die Scientology-Mitglieder spirituelle Erfahrungen. Sie wollen auf dem sogenannten Erleuchtungsweg, Scientology nennt es die Brücke zur Freiheit, weiter nach oben kommen. In der Zentrale studiert auch Tom Brannon, der Vater des toten jungen Mannes, die Lehren von Scientology. Kyle weiß schon lange, sein Vater ist überzeugt, mit Hilfe von Scientology besondere Kräfte zu erlangen. Einmal hörte ich ein Gespräch von Kyle und seinen Freunden mit. Einer sagte, sein Vater sei Universitätsprofessor, ein anderer Vater war ein Geschäftsmann. Und Kyle sagte, mein Vater denkt, er wird ein Jedi-Ritter. Er erzählte, dass sein Vater Scientology-Kurse besucht und dadurch eines Tages diese magischen Kräfte haben wird. One day he would have these magical powers. Die Ideen stammen von L. Ron Hubbard, ehemaliger Science-Fiction-Autor. Er gilt als Erfinder von Scientology. Nur mit seinen Lehren könne man diese besonderen Kräfte erlangen, behauptet die Organisation. Scientologen wollen die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen verändern. Dazu müssten möglichst viele Menschen die sogenannte Brücke zur Freiheit hinaufgehen. Freiheit bedeutet für Scientologen, die Seele jedes Menschen von allen negativen Erinnerungen, sogenannten Engrammen, zu befreien. Das erreiche man laut Scientology-Werbung vor allem durch Auditing-Sitzungen. Habe man die Brücke zur Freiheit beschritten,
und sich von allen negativen Erinnerungen befreit, könne man ein sogenannter operierender Tetan, ein geläutertes Geistwesen werden. Die Brücke zur völligen Freiheit ist ein scientologisches Kurs- und Qualifizierungssystem. Den Scientologen wird in Aussicht gestellt, sie würden durch das Absolvieren dieses Kurssystems ständig fähiger und erfolgreicher werden. Das ist nicht der Fall, aber die glauben daran. Tatsächlich schafft das Abhängigkeiten und kostet enorm viel Geld. Das Auditing ist eine Art Lügendetektortest. Dabei werden belastende Erlebnisse, die N-Gramme, angeblich aufgespürt und gelöscht. Wissenschaftlich bestätigt ist die Methode nicht. Der Auditor macht sich, je nach Ausschlag des sogenannten E-Meters, Notizen über die Reaktion des Befragten. Zwei Elektroden sollen die Änderungen des elektrischen Widerstands des Körpers mit einem Zeiger sichtbar machen. So könne man die belastenden Erlebnisse aufstöbern und bearbeiten, wollen die Scientologen ihren Anhängern Glauben machen. Die Fragen können sehr privat sein. Waren Sie jemals ein Drogensüchtiger? Sind Sie aus einem anderen Grund hier, als Sie angeben? Hatten Sie jemals Geschlechtsverkehr, während Sie unter dem Einfluss von Alkohol standen? Also an dieses E-Meter glauben die Leute ja nach dem Ausstieg noch Jahrzehnte. Also, dass das doch irgendwas bewirkt. Das hört man ja immer wieder. Die Leute kommen da raus und sagen, ja klar, man hat endlich mal was von sich erfahren. Wenn da die Verheißung ist, du musst hier nur die Fragen beantworten und die Nadel, die sogenannte heilige Nadel, schwebt irgendwann und dann bist du deine Probleme los oder ein Teil deiner Probleme. Natürlich ist das eine Erleichterung. Viele Leute reden ja nie über irgendwas. Also das ist schon so, ja. Tom Brennan, der Vater von Kyle, erzählt seiner Auditorin von seinen Problemen mit dem Sohn. Kyle ist nämlich in psychiatrischer Behandlung. Have you ever drunk water? Yes. Recherchen im Internet zeigen, einer der größten Feinde von Scientology ist die Psychiatrie. Diese wird mit der Frontorganisation Verbrechen der Psychiatrie bekämpft. Das wird dem jungen Kyle Brennan offenbar zum Verhängnis. Kyle wächst bei seiner Mutter in Virginia auf. Die Eltern trennen sich, als er 12 Jahre alt ist. Grund der Trennung ist auch die Scientology-Mitgliedschaft des Vaters. Kyle ist ein kreatives Kind. Er reist viel, auch nach Deutschland, und studiert später bildende Kunst. Als ihn Depressionen plagen, verschreibt ihm sein Arzt Psychopharmaka. Bei Besuchen in Clearwater unternimmt Kyle stundenlange Strandspaziergänge. Die Scientology-Karriere des Vaters belastet ihn. Ich glaube, Kyles Vater wollte ihn auch zu Scientology bringen. Aber Kyle war total dagegen und fand es absolut albern. Er sah, wie sein Vater in dieser Organisation so viele Stunden arbeitete und fast überhaupt kein Geld verdiente. Sektenboss David Miscavige wird von allen Scientologen verehrt. Dessen Schwester ist die Auditorin von Kyles Vater Tom Brennan. Es ist der Scientology-Organisation ein Dorn im Auge, dass Toms Sohn das Psychopharmakon Lexapro nimmt. Denn Psychopharmaka sind in der Organisation verpönt. Die Scientologen sehen die Psychiatrie und die Psychologie als Gegner und Konkurrenten, weil die Scientology-Organisation hätte am liebsten ein Monopol auf jegliche psychische oder psychologische Betreuung. Und sie glauben auch daran, dass sie mit ihrer Technologie Krankheiten und seelische Probleme beseitigen können. Und das birgt natürlich erhebliche gesundheitliche Risiken. In Gesprächen berichtet Tom Brennan seiner Auditorin von Kyles psychiatrischer Behandlung. Dies zeigt die Ermittlungsakte. Was genau bei der Auditing-Sitzung gesagt wurde, bleibt ungeklärt. Laut Ermittlungsakte soll Tom Brennan auf Anordnung die Sache mit seinem Sohn und seinem Psychopharmaka handhaben, wie die Scientologen das nennen. Aha.
Handhaben heißt immer dasselbe. Handhaben heißt, Scientology nicht genehme Handlungen irgendwie zu regeln. Und Psychopharmaka, das wissen wir ja nun, Scientology und Psychopharmaka ist alles Teufelswerk, es geht alles nicht. Also, Psychopharmaka geht nicht. Also muss er das handhaben. Heißt, übersetzt für mich, sieh zu, dass dein Sohn in scientologische Heilungsbehandlung kommt, dann braucht er ja keine Psychopharmaka mehr. Diese Heilbehandlung bietet Narconon an. Narconon ist eigentlich ein scientologisches Rehabilitationsprogramm für Drogenabhängige. Auf der Internetseite werden fröhliche Menschen gezeigt, um zu suggerieren, wie erfolgreich das Programm arbeitet. Eines Tages erhält Kyles Mutter Victoria einen Anruf von der Schwester des Scientology-Bosses, Denise Miscavige Gentile. Denise Miscavige rief mich an und wollte, dass Kyle zu Narconon geht. Damals wusste ich gar nicht, dass Narconon zu Scientology gehört. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollte, weil Kyle ja strikt gegen illegale Drogen war. Das wusste auch sein Vater. Er wusste, dass Kyle nie illegale Drogen nehmen würde. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sie ihn zu Narconon schicken wollten. Laut Aktenlage schließt Kyles Vater die Medikamente seines Sohnes ein und gibt sie ihm nicht zurück. Am Abend des 19. Februar 2007 stirbt Kyle an einer Schussverletzung in der Wohnung seines Vaters. Die Beamten der Clearwater-Polizei finden am Tatort scientologische Bücher und Filme. Darunter auch einen gegen die Psychiatrie mit dem Titel Psychiatrie, Industrie des Todes. Die Leiche des 21-Jährigen liegt neben einem Regal mit dem Kopf in einem Wäschekorb. Ein Revolver wird sichergestellt. Die Untersuchungen weisen nach, eine Patrone wurde abgefeuert, fünf weitere befinden sich in Kyles Hosentasche. Sein Medikament Lexapro findet die Clearwater-Polizei später im abgeschlossenen Kofferraum im Auto von Kyles Vater. Eine Anrufliste belegt, dass Kyle am Abend vor seinem Tod noch Anwälte in Clearwater anrief. Warum, bleibt bis heute ungeklärt. Die Clearwater-Polizei leitet die Ermittlungen. Die Polizeistation liegt direkt neben dem Scientology-Hauptquartier. Die Polizei hat schon zuvor Todesfälle bei Scientology untersucht. Im Internet stößt man schnell auf die Seite Mysteriöse Todesfälle. Diese listet viele Fälle auf, darunter auch einige ungelöste. Kyles Familie ist wegen der vielen Ungereimtheiten bei den Ermittlungen zum Tod des Sohnes bestürzt. Mehrfach bohren sie bei den ermittelnden Beamten nach. Wir wollten vom Detective wissen, ob am Tatort Fingerabdrücke gesichert worden sind. Er sagte nein. Wir fragten ihn, ob ein Schmauchspurentest von Kyles Händen gemacht worden ist. Auch das hat er verneint. Erst nach 2 Jahren wurde der Fall geschlossen. Und erst dann haben wir entdeckt, dass diese Tests zwar gemacht wurden, aber die Analyse des Schmauchspurentests ist verhindert worden. Wie können Analysen in einem Todesfall verhindert werden? Wie kann ein Projektil in einem kleinen Zimmer nicht zu finden sein? In Clearwater will sich bei den Rechtsmedizinern und der Polizei niemand zu den Vorkommnissen in der Todesnacht äußern. Ein erfahrener deutscher Rechtsmediziner kommt der Bitte um Stellungnahme nach. Punkt 1 ist, dass das Projektil nie gefunden oder gesucht wurde. Es ist ja ein Kopfdurchschuss beschrieben, das heißt, das Projektil ist wieder ausgetreten und hätte sich irgendwo am Tatort finden lassen müssen. Das liegt nicht vor. Der zweite Punkt ist, dass von den Händen des Kyle Brennan Abklebungen genommen wurden, mit dem Hintergedanken, dort Schmauch nachzuweisen, der typischerweise bei einer Selbstbeibringung von Schussverletzungen an der Schusshand zu finden ist.
Diese Abklebungen wurden nie untersucht. Auch das wäre ein Punkt, wo man kritisch nachfragen muss, warum. Gerichtsakten belegen, dass die Clearwater-Polizei die Auswertung des Schmauchspurentests blockierte. In Scientology-Publikationen wird stets die gute Beziehung von David Miscavige, dem Scientology-Oberhaupt, und der örtlichen Polizei gezeigt. Diese gestattet offenbar auch, dass die Ermittlungen vom sogenannten Rechtsamt des Scientology-Geheimdienstes OSA beobachtet werden. Offensichtlich mit dabei aus dieser Abteilung eine Mitarbeiterin namens Sarah. Und immer wenn dort negative Schlagzeilen drohen, dann wird dieses Office of Special Affairs bzw. deren Angehörige aktiv und schwärmen aus und versuchen Lobbyismus zu betreiben gegenüber Politikern oder Behörden und mischen sich da ein. Oder wenn ein Scientologe stirbt, es zu einem Suizid kommt, es hat ja einige gegeben, dann besuchen die natürlich auch die Angehörigen, weil sie einfach Angst um den Ruf von Scientology haben und versuchen dort die Wogen zu glätten, zu beschwichtigen oder vielleicht auch zu gucken, ob es da auch noch Materialien gibt, die da herumliegen, um die dann in Sicherheit zu bringen. Ungewöhnlich mutet der Ablauf am Tatort an. Als Tom Brennan seinen Sohn tot auffindet, ruft er offensichtlich zuerst seine Auditorin an. Die Polizei verständigt er nachweislich erst 40 Minuten später. Für die ist ja die Außenwelt nicht mehr richtig existent, sondern wenn, dann ist sie feindlich gegen Scientology und sowieso dumm, die einzigen, die die Wahrheit wissen, ne? So Herr Hubbard sind die Scientologen. Und wenn man schon Medikamente ablehnt zur Heilung, sondern weiß, Scientology ist es, dann rufe ich natürlich meine Auditorin an, weil das ist meine Vertrauensperson im System, im Heilungssystem Scientology. Und nicht und jemand von der Außenwelt. Das kommt ja praktisch einem Verbrechen gleich. Die Außenwelt zu rufen, ist ja für Scientologen erstmal nicht mehr da, weil man regelt ja alles intern. Ob die Auditorin und Tom Brennan die einzigen Personen am Tatort sind, als die Polizei eintrifft, bleibt unklar. Die Gerichtsprotokolle belegen, dass die ermittelnden Polizisten die Notizen später geschreddert haben. Kyles Computer wird am Tatort nicht gefunden. Trotzdem übergibt die Polizei den Computer später an die Familie. Laut Gerichtsakten ist alles darauf nach Kyles Tod gelöscht worden. Das Projektil der tödlichen Kugel wird nie gefunden. Es gibt keinen Beweis, wer die Waffe abgefeuert hat. Unterwegs in Clearwater. Der Radiojournalist Tom Smith, früher selbst beim Scientology-Geheimdienst, ist heute ein scharfer Kritiker. Der Hauptsitz von Scientology in Clearwater ist laut US-Medien und Aussteigern eine Geldmaschine der Scientology-Organisation. Jede Woche besuchen hier tausende Scientologen aus aller Welt die teuren Spezialkurse. Die Einnahmen sind enorm. Wenn du $2,500 dafür zahlst, dass du in einem Raum im Kreis herumläufst, das ist gut. Und das machen Tausende hier, um im Kreis zu laufen. Die Ausgaben sind minimal, der Profit enorm. Dann müssen die Leute hier im Hotel schräg gegenüber wohnen und zahlen Hunderte von Dollars pro Tag. Das Hotel gehört auch einer Scientology-Firma. Also, das ist doch wirklich ein guter Businessplan, oder? It's quite a business plan. In Häuserkomplexen wie der Hacienda wohnen die Scientologen. Streng abgeschirmt und bewacht vom Scientology-Personal und Überwachungskameras. Sicherheitskameras befinden sich an fast jedem Gebäude. Sich hier unbeobachtet zu bewegen, ist fast unmöglich.
Der ehemalige Scientology-Geheimdienstler Tom Smith erklärt die Beobachterrolle von OSA-Mitarbeiterin Sarah im Fall Kyle Brennan etwas genauer. Sie kümmert sich um die rechtlichen Dinge bei Scientology. Sie muss alle Informationen über die Ermittlungen sammeln, also was genau passiert ist. Und dann muss sie dafür sorgen, dass nichts Unerwünschtes an die Öffentlichkeit und die Justizbehörden gelangt. Die Verdächtigungen von Kyles Mutter und die offenen Fragen. Aus der Sicht von Scientology alles nicht relevant. Denn sein Tod gilt auch offiziell klar als Suizid. Die Clearwater-Polizei wirbt im Internet mit ihrem großen Engagement und professioneller Aufklärung. Wir fragen schriftlich nach, warum im Kyle Brennan-Fall kein Projektil gefunden wurde und keine Fingerabdrücke ausgewertet wurden. Wir reichen 18 Fragen schriftlich ein und beantragen ein Interview. Die Antwort lautet: No, thank you. Im November 2012 lehnt es ein Richter von Pinellas County ab, den Fall Kyle Brennan zu verhandeln. Everything that I believed in. Mir wurde klar, wie verlogen unser ganzes Rechtssystem und unsere Gesellschaft ist. Selbst als genug Beweise vorgelegt wurden, war das nicht genug. Sie haben den Fall einfach abgelehnt, rausgeschmissen. Das war, als hätten sie gesagt, sein Leben war nichts wert, dass er nicht wichtig war in dieser Welt. Nichts wert war. Versuche von Scientology, Antworten zu unseren Fragen zu erhalten, schlagen fehl. Die Entscheidung des Richters gibt den Anwälten der Scientologen und deren Argumenten recht. Die ungeklärten Fragen bleiben offen. Der Fall Kyle Brennan ist nicht der einzige, der mit Clearwater, der Hauptstadt der Scientologen, in Verbindung steht. Im Sandcastle Hotel in Clearwater werden Scientologen zu den sogenannten operierenden Tetanen ausgebildet. Diesen angeblich von allen negativen Erinnerungen befreiten Geistwesen. Der Ort spielt auch eine Rolle im ungeklärten Todesfall der Tierärztin Vicky Reichert aus Bayern. Auch sie gerät, wie Kyle Brennan, in eine offenbar ausweglose Situation, als sie nach Flag kommt. So wird die Scientology-Zentrale in Clearwater genannt. Es ist Februar 2006. Die Scientologin Vicky Reichert sucht dringend Hilfe in Clearwater. Sie hat sich deshalb in einem Brief an ihre Auditorin gewandt. Liebe Samantha, ich verliere die Kontrolle über meine Dynamiken. Mein Mann und ich haben viele Schulden und ich glaube, ich werde ihn verlassen. Ich habe Angst, alles zu verlieren, was mein Leben ausmacht und was mir wichtig ist. Es ist mir nicht erlaubt, nach Flag zu reisen. Ich habe solche Angst. Kannst du mir helfen? Kannst du mich nach Flag rufen? Als sie in die USA kommt, wohnt Biggie Reichert in diesem Haus. Es wird ihr letzter Aufenthalt in Clearwater sein. Am 1. März 2006 fliegt sie zurück nach Hamburg. Eine Tiefgarage in Hamburg. Hier findet die Polizei Biggie Reichert tot in ihrem Auto. Im Fahrzeug der 40-jährigen Scientologin werden blutige Papiertücher, Spritzen und Rezepte für starke Narkotika gefunden. Aber weder in den Ermittlungsakten der Hamburger Staatsanwaltschaft noch im rechtsmedizinischen Gutachten steht etwas dazu. Die Hamburger Kriminalpolizei geht zunächst von einem Freitod der Tierärztin aus. Bei der Obduktion entdecken die Rechtsmediziner 28 Verletzungen am Kopf, die wie Brandwunden aussehen. Daraufhin stellt die Hamburger Kripo Anzeige gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Es wurden aber unspezifische Veränderungen festgestellt, die auf eine exogene, also von außen einwirkende Gewalt als Ursache sprechen. Nach meiner Erfahrung handelt es sich am ehesten um thermische Einwirkung, also Hitzeeinwirkung, wie sie auch bei der Einwirkung von elektrischem Strom auftritt. Und das deckt sich auch mit der Einschätzung der
Hamburger Rechtsmediziner, die eine thermische Ursache als wahrscheinlichste bezeichnen. Rechtsmedizin und Polizei begeben sich auf die Suche nach der Herkunft der Kopfwunden. Sie beantragen Durchsuchungsbeschlüsse für Aufenthaltsorte von Biggie. Die Staatsanwaltschaft lehnt jedoch alle Anträge ab. Merkwürdig erscheint, dass Biggies Arbeitsplatz in der Scientology-Zentrale in Hamburg nicht auf der Liste steht. Es ist sehr gut nachvollziehbar, dass dieser Fall eine Vielzahl von Fragen enthält, die ungeklärt bleiben müssen. Hintergrund für dieses Müssen ist der Umstand, dass im Bereich der Strafverfolgung hier aus Rechtsgründen Grenzen vorliegen. Dazu muss man wissen, dass Suizid per se, aber auch die Anstiftung und die Beihilfe zum Selbstmord nach deutschem Recht straflos sind. Ist dies der Fall, kann man mit strafprozessualen Mitteln zum Beispiel keine Durchsuchungsbeschlüsse beantragen, weil es an einem Anfangsverdacht fehlt. Die Ermittlungsakte umfasst viele hundert Seiten. Auch Biggie hinterlässt, wie Kyle Brennan, einen Laptop. Wie das LKA feststellt, ist nach der Tat die Festplatte gelöscht worden. Von wem, wird nie geklärt. Einem Spezialisten gelingt es, die Daten wiederherzustellen. Biggies Aufzeichnungen belegen, dass sie physisch und psychisch am Ende ihrer Kräfte war. Ihr Besuch im Februar 2006 in Clearwater ist laut Untersuchungen der letzte von vielen. Bis zum Schluss glaubt sie, nur bei Scientology Hilfe für ihre Probleme zu finden. Aus ihrer Sicht als Scientologin denkt sie, alles für ihre geistige Läuterung getan zu haben. Doch welchen persönlichen Preis hatte sie dafür gezahlt? Das Sandcastle Hotel in Clearwater. Hier besucht Biggie zahllose Kurse und Auditing-Sitzungen. Dabei werden stundenlang dieselben Fragen gestellt. Ich habe jetzt Hunger. Sie können nach der Session gerne etwas essen. Können Fische schwimmen? Nee, ich habe jetzt Hunger, ich möchte gerne was essen gehen. Ich habe diese Fragen schon mal beantwortet. Lassen wir uns weitermachen. Können Fische schwimmen? Ja, Fische können schwimmen. Danke. Können Vögel fliegen? Ich möchte gerne gehen. Ich glaube, es bringt hier nichts. Ich möchte mein Geld zurück. Diese Aggression im Raum ist normal. Lassen Sie uns weitermachen. Wir sind jetzt auf einer Auditing-Stufe, wo Aggression vorkommt. Wenn wir weitermachen, wird es Ihnen besser gehen. Nach Deutschland zurückgekehrt, leitet Biggie eine Zeit lang die Augsburger Scientology-Mission. Dann zieht sie mit ihrem Ehemann nach Hamburg. Die beiden haben sich in Clearwater kennengelernt und geheiratet. Auch er ist ein sogenannter operierender Tetan. Doch er bleibt während der Recherchen unauffindbar. In Hamburg arbeitet Biggie in der dortigen Scientology-Niederlassung. Auf unsere Anfrage beschreibt deren Pressesprecher ihre Tätigkeit wie folgt. Sie war für die Missionierung der Kirche zuständig und hatte diese Aufgabe in dem zeitlichen Umfang wahrgenommen, wie es ihre berufliche Zeitplanung zuließ. Trotzdem muss sie wie eine Festangestellte Urlaub beantragen, um ihre Familie zu besuchen. Die studierte Tierärztin Biggie Reichert arbeitet jahrelang in drei Jobs gleichzeitig. In einer Tierarztpraxis, bei ihrem Ehemann im Immobilienbüro und bei Scientology in Hamburg. Für über 40 Stunden pro Woche bekommt sie dort nach eigenen Aufzeichnungen monatlich nur zwischen 45 und 300 Euro. Die Arbeitsbelastung ist enorm. Biggie wendet sich an ihre Vorgesetzten bei Scientology in Deutschland und in den USA. Sie trägt ihre Probleme ausführlich vor. Hätte ich das alles gewusst, hätte ich diesen Posten nicht übernommen. Mir wurde gesagt, dass der Job in 40 Stunden machbar sei. Aber das ist er zeitlich nicht. Wenn ich zusätzlich wegen Veranstaltungen in der Organisation arbeite, bekomme ich nicht mal einen Tag frei dafür. Letzte Woche war es das erste Mal seit einem halben Jahr, dass ich meine Familie in Bayern besuchen konnte. Es war sehr schwer, das genehmigt zu bekommen. Biggies Ansinnen, weniger in der Organisation zu arbeiten, lehnt ihre Vorgesetzte in der Hamburger Zentrale ab.
Sehr oft sagte sie, dass ich meinen Job als Tierärztin aufgeben sollte, weil ich dadurch nicht flexibel genug sei. Was ich nicht will, weil es ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, meines Überlebens ist und ich liebe, was ich tue. Ein Interview zum Fall Reichert lehnt Scientology ab. In schriftlichen Stellungnahmen erklärt die Organisation, sie hätte nichts von den Sorgen ihres operierenden Tetans gewusst. Das alles seien private Probleme von Frau Reichert gewesen. Bei der Ursache der Kopfwunden verweist Scientology auf eine Aussage im Gerichtsgutachten. Darin wird eine mögliche Hautkrankheit zumindest nicht ausgeschlossen. Rechtsmediziner Hädrich interpretiert dies ganz anders. Also die Hamburger Rechtsmediziner nehmen selber in ihrem Gutachten dazu Stellung, dass das Bild, was sie gesehen haben, keiner bekannten Hautkrankheit zuzuordnen ist. Daraus für mich der Schluss, es gibt keine Hautkrankheit, die diese Veränderungen plausibel erklärt. München. In der dortigen Scientology-Niederlassung werden ebenfalls Kurse angeboten, Videos und Bücher verkauft. Wie überall arbeiten auch hier viele Mitglieder für den Konzern. Scientology unterscheidet zwischen Anhängern und sogenannten Staff-Mitarbeitern. Diese verpflichten sich, über einen bestimmten Zeitraum für die Scientology-Organisation tätig zu sein. Das Bundesarbeitsgericht hat sich in zwei Fällen mit Scientology-Mitarbeitern befasst. Im ersten Fall entschieden die Richter, Staff-Mitarbeiter sind Arbeitnehmer. Im zweiten Fall, sie sind keine. Beide Entscheidungen beurteilen unterschiedliche Sachverhalte. Offenbar ist die Rechtslage unklar. Wir haben ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, dass das in der Tat hier in einem Musterprozess anerkannt hat. Wir akzeptieren das deswegen bei weitem nicht für alle, die da tätig sind im Rahmen von Scientology, und dass da einige jedenfalls auch unterwegs sind, die natürlich da sehr abhängig beschäftigt sind. Das ist unübersehbar. Trotzdem bedarf das wohl einer Prüfung im Einzelfall. Die Organisation hält bei der Öffentlichkeitsarbeit, hier in einer Scientology-Zeitschrift, am Bild der erfolgreichen und fröhlichen Staff-Mitarbeiterin Biggie Reichert fest. Der Behauptung von Scientology, man habe von ihrer Überlastung nichts gewusst, stehen zahlreiche Briefe von Biggie Reichert gegenüber. Wie dieser aus dem Jahr 2005, in dem sie ihre Probleme auflistet. Ein wichtiger Satz darin lautet: Ich bin in Gefahr. Der Ehemann unterstützt Vicky zunächst finanziell. Der Immobilienmakler verdient sehr gut. Doch Ende 2004 tauchen Probleme auf. Vickys Dokumente belegen, teure Scientology-Kurse und Reisen nach Florida bringen das Ehepaar auch in finanzielle Schwierigkeiten. Verzweifelt wendet sich Vicky an ihre Auditoren. Ich hatte von meinen Eltern mehrfach Geld geerbt, dass ich zunächst in Auditing und später in eine Eigentumswohnung investierte. Das fanden sie cool, auch dass ich eine eigene Praxis gründete. Als ich all das aufgab, um nach Hamburg zu ziehen, wurden sie mehr und mehr unzufrieden mit meiner Art zu leben. Ich verkaufte die Eigentumswohnung und gab alles für die Brücke aus. Haben Sie jemals Erpressung? Biggie gerät immer stärker unter Druck. Sie ist selbst ein operierender Tetan. Nach außen perfekt integriert in das System Scientology. Aber innerlich zerrissen. Die Biggie Reichert oder auch alle waren für ihre eigenen Probleme im System Scientology selber zuständig. Und wenn sie das nicht geregelt kriegen, dann gibt es eben andere Instanzen, Ethikoffiziere oder sonst wer, die sich drum zu kümmern haben. Die Probleme, die ich habe, habe ich, weil ich im System Scientology nicht alles richtig gemacht habe, deswegen habe ich die Probleme. Und gerne wird ja dann genommen, dass jemand von außen schuld dran ist. So, dann ist man da permanent in der Mühle drin. Bis zuletzt glaubt Biggie Reichert, die Lösungen für ihre Probleme nur bei Scientology zu finden. Was im Zentrum der Scientology macht und in den wenigen Tagen nach der Rückkehr von Biggie nach Hamburg genau passiert ist, wird ihre Familie wohl nicht mehr erfahren. Die Scientologen, die mit ihr zusammen waren, schweigen bis heute. Immer wieder erhalten wir Antworten im Rahmen der Recherche, die in eine Sackgasse führen. Meine Bekannte kennt jemanden, der direkt weiß, was geschehen ist. Doch möchten wir den Namen nicht nennen. Wenn ich ihn nenne, nutzt das sehr wenig. Er ist selbst ein aktives Mitglied. Herzliche Grüße und weiteren Erfolg.
viele mysteriöse Indizien. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat bis heute nicht alle Rätsel rund um den Tod von Walburga Reichert gelöst. In der Mittelkonsole zum Beispiel des PKWs der Verstorbenen, die sich ja durch eine Kohlenmonoxidvergiftung im Zusammenhang mit Schlafmitteln umgebracht hat, in der Mittelkonsole ihres PKWs, des Tatortes, so will ich es mal bezeichnen, wurden Taschentücher mit Blutanhaftungen gefunden, eine Vielzahl anderer Dinge, auch Spritzen. Dies alles gab uns keine Veranlassung, hier in tiefere Ermittlungen einzusteigen, denn nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen war klar, dass hier ein Selbstmord vorliegt. Selbstmord ist nicht strafbar, sodass wir sozusagen unserem Amtsermittlungsgrundsatz, nämlich der Ermittlung einer Straftat, die ja nicht vorliegt, nicht weiter nachgehen konnten. Bei ihrer Familie stieß Biggie mit ihrem Engagement für Scientology auf kein Verständnis. Im Gegenteil, offene Gespräche haben sie immer gemieden. Erst vor 2 Jahren haben sie einen Scientology-Experten zu Rate gezogen. Sie wollen endlich verstehen, wie es so weit kommen konnte. Das war vielleicht ein Fehler von uns, dass wir nichts unternommen haben. Aber damals hat man gesagt, Ausschluss, Amen, wir wollen da nichts wissen davon. Der rätselhafte Tod der Tochter hat sie schockiert. Diejenigen, die daran schuld sind, dass das auf dem Kopf war und dass dir so ums Leben gekommen ist, die sollen es in voller Härte mitmachen einmal. Egal wann, zu jeder Zeit, alle die, die daran beteiligt waren, sollen das gleich einmal erleben. Die Kriminalpolizei, der Verfassungsschutz und andere Dienststellen ermitteln 2 Jahre lang. Die Akte zum Fall Walburga Reichert wird 2008 endgültig geschlossen. Anfang 2014, ein weiterer Todesfall im Mekka der Scientologen. Ort des Geschehens, die Cleveland Road in Clearwater. Hier starb 2007 auch Kyle Brannon. Eine Augenzeugin, sie will nicht erkannt werden. Naja, also ich lief die Straße hier auf dem Gehweg entlang. Hier, genau vor dem Gebäude. Dann sah ich etwas aus dem Augenwinkel und schaute nach oben. Ich erkannte, dass es eine Person war, die da fiel. Er landete etwa 6 Meter vor mir. Die Person, die aus dem 8. Stock fällt, ist der russische Geschäftsmann Jewgeni Scharkin. Der 40-Jährige ist, genau wie Biggie Reichert, ein operierender Tetan. Sarah hat Angst vor den Scientologen, deshalb will sie unerkannt bleiben. Sie arbeitet in der Straße in einem Café und kennt das Opfer vom Sehen. Am Tatort erfährt sie einiges von den Polizisten. Naja, dass er aus Russland kam und dass nicht wenig Geld im Apartment gefunden wurde. Alle waren neugierig wegen seiner Frau. Sie hat ja auch dort mit ihm gewohnt. Es gab viele Fragen, wo sie wohl war, als es passierte und wie es passieren konnte. Jewgeni Scharkin mit seiner Frau an einem Fenster. In der Todesnacht war sie mit in der Wohnung in Clearwater. Sie gibt offiziell an, geschlafen zu haben. Alle Fenster in diesem Haus haben ein Fliegengitter, nur an diesem wurde es einige Tage vorher entfernt. Auch im Fall von Jewgeni Scharkin sind die Ermittlungen längst eingestellt. Seine Mutter Alla, hier mit Jewgeni auf seiner Hochzeit, hält das Ermittlungsergebnis der Clearwater Polizei für eine Farce. Nachts sei ihm im Zimmer zu warm geworden. Er sei aufgestanden, um die Heizung auszumachen. Außerdem war er hungrig und wollte sich etwas zu essen machen. Seine Frau sei da wieder eingeschlafen. Schon bald wurde sie von der Polizei geweckt und erfuhr von ihnen, dass Jewgeni tot ist. Angeblich ist er zufällig aus dem Fenster gefallen. Glauben Sie das? Nein. Wieder ermittelt die Clearwater-Polizei zusammen mit der dortigen Rechtsmedizin. Im Ermittlungsbericht bleiben erneut viele Fragen offen. Das medizinische Gutachten sei nach deutschen Maßstäben dürftig, erklärt der Leiter der Rechtsmedizin Leipzig, Dr. Carsten Hedrich.
Er findet einige unklare Verletzungsbilder. Untersuchungen auf DNA-Spuren anderer Personen fehlen. Inhalt und Schleimhaut von Magen und Darm werden als pinkfarben beschrieben. Könnte der Hinweis auf Einnahme einer pinkfarbenen Substanz sein? Welche? Der Mageninhalt wurde nicht toxikologisch untersucht. Warum? Dr. Heydrich fällt im Ermittlungsbericht auf, dass der Körper angeblich sehr weit von der Hauswand entfernt gelegen habe. Wurde er gestoßen? Wenn ja, wer hatte ein Motiv dafür? Oder war es Selbstmord? Warum reiste Jewgeni von St. Petersburg bis Clearwater, um sich hier aus dem 8. Stock zu stürzen? Der Fall wurde geschlossen. Sie sprechen von Selbstmord. Aber wir glauben das nicht. Jewgeni war kein Schwächling. Er hätte sein Leben nicht so beendet. Ich habe die Vermutung, dass er nicht allein im Zimmer war, als wir das letzte Mal über Skype gesprochen haben. Jemand hat ihn kontrolliert. Jedes Mal, wenn er in Amerika war, ist er unter deren Kontrolle geraten. Diese Leute erlaubten ihn nicht, uns anzurufen. Wie in anderen Todesfällen wird auch im Fall Jewgeni Scharkin der Scientology-Geheimdienst OSA aktiv. Laut Ermittlungsakte ist Sarah wieder die Kontaktperson bei Scientology. Schriftlich eingereichte Fragen an Sarah und die Öffentlichkeitsabteilung von OSA bleiben, wie auch im Fall Kyle Brennan, unbeantwortet. Bis heute. Auch die Clearwater Polizei nimmt zu keinem der drei Fälle Stellung. Verübe ein hochrangiger Scientologe Suizid, stelle es die gesamte Scientology-Lehre in Frage. So ein Freund der verstorbenen Tierärztin Biggie Reichert. Ein wenig tröstlicher Erklärungsversuch eines Nahestehenden. Warum Biggie, Jewgeni und Kyle sterben mussten, ist bis heute ungeklärt. Zurückbleiben ratlose Familien. Viele haben resigniert. Das System Scientology schottet sich ab. Victoria Britton kämpft weiter. Ich kann einfach nicht aufhören. So bin ich nicht. Jeden Tag denke ich, das ist ein Tag, den mein Sohn nicht erlebt. Ich möchte Antwort auf meine Fragen. Scientology ist längst zur Tagesordnung übergegangen. Im August 2008, über ein Jahr nach dem Tod ihres Sohnes Kyle, erhält Victoria einen Brief von Scientology an Kyle. Darin steht: Ein Scientology-Kurs kann dir wirklich dabei helfen, zu verstehen, wie die menschliche Psyche funktioniert. Wäre das nicht hilfreich in deinem Leben? Ein Brief an einen Toten. Mysteriös und makaber zugleich. Das System Scientology funktioniert auch über den Tod hinaus.